Hey Leute, willkommen zurück zum NFL-Wochenende in Madden NFL 22. Diesmal im Franchise-Modus. Week 7 gegen die Miami Dolphins. In der richtigen NFL fand das Spiel am 24.10. statt. Und da haben die Atlanta Falcons 30 zu 28 gegen die Miami Dolphins gewonnen. Bevor wir hier anfangen, nochmal eine kleine Erklärung, warum jetzt auf einmal ich hier 4 Siege und eine Niederlage habe. Denn ich habe den Franchise-Modus hier angefangen im Online-Modus, im Franchise halt. Und jetzt habe ich zu dem Offline-Modus gewechselt im Franchise und habe die Wochen hier sozusagen simuliert. Denn in meiner Online-Franchise, die ich die ganze Zeit für das Let's Play benutzt habe, da kann ich leider dieses Spiel hier gegen die Miami Dolphins nicht starten. Und deswegen musste ich mir halt was anderes überlegen. Und Gott sei Dank kann man das ja auch hier offline machen. Und dann gibt es noch eine kleine Werbung von mir, nämlich könnt ihr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken für günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und da bekomme ich auch 3% eures Einkaufswerts gutgeschrieben. Gut, dann wollen wir doch jetzt mal hier anfangen gegen die Miami Dolphins, wo wir 3 Punkte dahinter sind, aber ich denke mir mal, dass wir sie trotzdem schlagen können. Denn dieses Jahr ist alles möglich. Da kann jedes Team jedes andere Team schlagen. Los geht's. It's week 7 in the National Football League. And we've got two teams facing off for just the 14th time. Can the Dolphins make it 10-4 against the Falcons? We'll find out next. From beautiful South Florida, there's a look at Hard Rock Stadium in Miami. The excitement brewing here in South Florida. As a moment ago, the Dolphins starters were introduced to this home crowd. They're fired up as well as they get set to match up with the Atlanta Falcons. Charles Davis. Charles, you look at the Dolphins as they enter play in this one. They come in losers of two straight, so they're trying to right the ship here a little bit. They're teetering a little bit, aren't they? And now things could really go south if they lose this game, so they understand the importance of playing well and stopping this streak. Meanwhile, for the visiting Falcons, they come in with some fresh legs as they got the week off last week thanks to the early season bye. And usually you have a really good length of the year. But when you get a chance to get fresh legs back, you take that time and you run with it. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Mal schauen, ob zuerst unsere Offense aufs Feld kommt oder die Defense. Das werden wir gleich sehen. Okay, unsere Offense als erstes. Na dann, wollen wir doch mal hier versuchen, einen guten Lauf hinzukriegen. Aber erstmal gucken wir uns die Statistiken von unserem Quarterback an, was er denn so gerissen hat beim Simulieren. Unser Matt Ryan, 13 Touchdowns, 2 Interceptions, 1513 Yards, okay. Die Falcons haben ja die letzten zwei Spiele in der NFL leider verloren gegen die Dallas Cowboys und gegen die New England Patriots. Hier in Woche 12 müssen sie ja jetzt in der richtigen NFL gegen die Jacksonville Jaguars ran. Und das war ein guter Pass von uns. Dann wollen wir doch mal hier sozusagen einen Run rausholen, würde ich mal so sagen.
Oh, das war ein guter Run. Das war ein sehr guter Lauf. Den Pass, den machen wir nicht, der da grün hinterlegt ist mit Dreieck. Aber das machen wir. Ich gehe lieber hier auf die sicheren Passspielkombinationen, sag ich jetzt mal. Oh, sehr gut. Bis jetzt kommen wir gut voran. Obwohl die Dolphins ja gerade in der richtigen Form, gerade in der richtigen NFL nicht so schlecht sind. Haben ja eine kleine Siegsträhne. Währenddessen hier die Interception kommt. Oh, und ich glaube, da hat sich wer verletzt. Die haben ja jetzt Stand der Aufnahme die letzten drei Spiele gewonnen. Die Miami Dolphins. Gegen die Tennessee Texans, die Baltimore Ravens und die New York Jets. Und komm, wir sägen ihn jetzt. Houston Texans. Entschuldigung für den Versprecher. Ich habe noch nicht sozusagen die ganzen Namen von den Teams so richtig drauf. Und das war zwar ein gutes Spiel von den Dolphins, aber wir konnten sie Gott sei Dank stoppen. Müssen uns immer wieder ein bisschen konzentrieren. Und ich sollte nicht nebenbei irgendwelche wissenswerten Statistiken raussuchen über die Atlanta Falcons und die Miami Dolphins. Und dann müssen sie punten, nachdem sie unseren Ball intercepten konnten. Wir machen einen Run. Ei, das war nicht so schlau von mir. Das war gar nicht schlau. Die Miami Dolphins sind ja auch sozusagen im ersten Viertel und noch in der ersten Hälfte am besten. Oh Gott, und das war ein bescheuerter Pass von mir. Müssen sie jetzt unbedingt wieder aufhalten. Jetzt machen sie ein Runplay. Und da können wir sie aufhalten. Nach 4 Yards, die sie gut machen konnten. Komm, wir können ihn schön zurückdrängen. Sehr gut. Schöner Sack. Also stoppen können wir die Miami Dolphins schon mal sozusagen regelmäßig. Jetzt kommt aber erstmal ein Passspiel. Und den halten wir trotzdem auf. 4. und 4. Und somit müssen sie wieder punten. Die Miami Dolphins. Wir konnten sie jetzt schon zweimal aufhalten. Und hätten auch schon zweimal punkten können. Aber hätte er die Fahrradkette. Ein Run, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das Schlauste gerade. Oh ja, neues First Down für uns. Das ist sehr schön.
Können wir uns nicht einfach hier bis zum Touchdown durchrunnen oder so? Ah, okay. Das hat jetzt schon mal nicht geklappt, der Run. Dann sollten wir wieder zu einem Pass umsteigen, würde ich mal sagen. Ich versuch's. Ich versuche jetzt den Pass. Der kann in die Hose gehen. Wird er auch bestimmt. Oh, wir werden gesackt. Eieiei. Nicht so gut. Da habe ich mir viel zu viel Zeit gelassen. Wir müssen einen langen Pass machen. Oh, und da wird er intercepted. Aber der steht nicht mehr auf. Der hatte keinen Bock mehr aufzustehen. Eieieiei, was ist das für ein Spiel bis jetzt hier? Wir schmeißen unsere ganzen Versuche sozusagen weg. Aber solange wie wir die Dolphins stoppen können, dass sie hier keine Punkte machen, ist noch alles, sage ich jetzt mal, im grünen Bereich. Und ich sehe auch gerade, die Dolphins haben Heimspiel. Die sind ja hier gerade zu Hause. Deswegen haben die ja da oben in der Leiste 3 Symbole statt 2. Na, hätte ich den Klopp sacken können oder so. 4. und 3. Gott sei Dank. Und dafür müssen sie jetzt punten, die Dolphins. Und das erste Quarter ist um. Okay, sie spielen es aus. Sie spielen ihren Versuch aus und versuchen zu rennen. Ich glaube, das hat geklappt, oder? Oder haben wir jetzt den Ball? Wir werden es gleich sehen. Wir haben den Ball. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich mache jetzt mal das Passgame hier. Ich will nicht immer mit einem Runplay anfangen. Was war das denn? Was war das denn für ein Wurf? Eieieiei. Warum? Komm, 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 renn. Okay, 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 okay. Ich glaube, das ist schlau, da rechts rum zu gehen. Müssen wir ja nur kurz passen oder so. Jawohl! Und da haben wir das First Down. Und ein bisschen mehr. Da kam man ein bisschen ins Straucheln von uns, der Mann. Eieieiei. Da rennen wir ins Verderben. Wir machen das. Ja, ich hätte die auch andersrum lenken können. Aber das klappt doch so. Wir machen mal das verwirrende Passgame da. Vielleicht klappt's ja. Jawohl. Oh, schade, wäre er nicht gewesen. Wäre mal bestimmt zum Touchdown gerannt hier mit ihm. Aber man kann nicht alles haben. Dafür machen wir jetzt ein Run-Game. So. Oh, da wurde es schön frei gemacht. Touchdown für uns. Da steht's. Wir sind im Hard Rock Stadium.
Wir machen natürlich ein Field Goal. So, und führen jetzt 7-0. Sehr gut. So. Wie sehen wir ihn mal an da? Den einen von den Dolphins. Rennen sie? Nein. Sie knien auch ab. Und jetzt zeigen sie uns den Quarterback von ihm, von den Dolphins. Das will ich skippen. Ah, okay, hätte ich das doch nicht geskippt. Weil danach wären die Stats gekommen. Egal. Egal. Dann sollte es halt nicht so sein. Oh, ich hätte gedacht, wir können den sacken. Aber leider doch nicht. Egal. Sie haben ja noch Vorsprung. Und sie sind nicht mal in unserer Hälfte. Noch nicht. Und das war nicht so schlau. 2 Yards zurück für sie. Machen wir mal hier die Zonenverteidigung. Die sieht nämlich gut aufgeteilt aus. Jawohl! Sehr schön. Den hätten wir auch in der Luft abfangen können. Dann hätten wir unsere Interception gehabt. Nein! Oh, Gott sei Dank. Da war er außerhalb des Spielfelds hier. Und hat ihn gefangen, deswegen. Jawohl. Ah, doch nicht so weit gekommen. Aber wir sind wieder im Zug, das ist die Hauptsache. Wir sind wieder da. Mal gucken. Sicherer Pass. Und neues First Down. Das Passspiel mache ich nicht, dieses Slants. Aber dafür können wir das hier machen. Das hat ja gut geklappt. Wir gehen auf Nummer sicher. Ah, okay, das war doch nicht so ein Riesengewinn. Okay. Dafür machen wir das jetzt hier. Und das war gut. Das war schön. Den HB-Slam. Der ist eigentlich immer gut. Und wie gut er ist. Neues First Down. Wir müssten uns auch mal ein bisschen beeilen hier, wenn wir noch ein neues Touchdown machen wollen, bevor es zur Halbzeit geht. Aber wir haben wieder ein neues First Down. Noch 15 Yards. Oh, dieses 0-1-Trap, das mache ich meistens. Das ist gut. Wenn man das gut hinbekommt, dann kann man hier sehr viel gewinnen. Erstes Goal. Erster und Goal jetzt. 2-Minute Warning. Wir probieren einen Run zum Touchdown. Ah, klappt leider nicht. Of a yard there,
Dann machen wir mal den Pass. Das sollte besser funktionieren. Und Touchdown! Da ist er! Sehr schön! Und wir machen das Field Goal. Machen nicht die zwei Punkte. Machen den sicheren Extrapunkt. 14 zu 0 jetzt. So that drive takes him down the field in 8 plays. And the Falcons score to cap it off. Wir lassen das mal so standardgemäß, was da so eingestellt ist, wo es hin zeigt. Okay. Das machen wir. Overlord 3. Passspiel. Komm hier durch, nein. Aber wir können ihn schön aufhalten, dass er da nicht weiter rennen kann. Ja, stimmt. Weil er gleich die sind, dass hier das zweite Viertel vorbei ist. Ist das jetzt hier wieder so schnell? Gucken, was wir mit Davison machen können. Müssen wir wechseln. Aber wir können sie aufhalten, dass sie nicht so viel gewinnen. Und da benutzen sie ihr erstes Timeout. Da wollen sie die Zeit anhalten. Nein! Na, so ein Mist aber auch. Bei der KI klappt das mal meistens. Und der ist sonst wohin gesprungen. Mit dem wir den aufhalten wollten. Aber dafür kam es der Sack. Da haben sie ihr zweites Timeout genommen. Vielleicht haben sie nur noch eins. Aber das hat denen jetzt wieder mehr Zeit verschafft, den Dolphins. Und er hat wieder viel zu viel Zeit. Aber schmeißt es ins Aus. Das wäre schön, wenn wir mit einer 14 zu 0 Führung in die Halbzeit gehen. Und ich glaube, das wird auch so kommen. Ah ne, stimmt, die machen jetzt ihr Field Goal und das kann ich nicht aufhalten. Aber 3 Punkte sind besser als 7 für sie. Das habe ich ja gerade noch vergessen, dass es das ja auch noch gibt. Wir müssen rennen, leider Gottes. Aber haben ein gutes Runplay gerade. Sind da schön vorangekommen. Und vielleicht können wir jetzt auch Risiko gehen. Geht's einfach Risiko. Und schmeißt da bis ganz vorne hin. Ah, schade. Komm, halt die auf. Oi. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre sau peinlich gewesen, wenn sie jetzt zum Touchdown gerannt wären. Jetzt haben sie aber nochmal eine Möglichkeit, hier mehr Punkte zu machen, was sie auch probieren. Oh, Gott sei Dank. Eieieiei. Jetzt probieren sie es nochmal, oder? Okay. Ihr letztes Timeout und jetzt sind sie ein bisschen näher rangekommen. Und probieren ein Field Goal. Dass sie dann 6 Punkte haben, okay. Und das... Ja, das kriegen sie. Ah.
Na gut, ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es sehr wert. So, wir bleiben stehen. Ja, wir müssen rennen. Gut, dann können wir jetzt auch die Zeit hier auslaufen lassen. So. So we have reached halftime now with the visiting Falcons out on top. As we go up to Orlando now and hand it over to Jonathan Coachman with our EA Sports Halftime Report. Take it away, Coach. Okay, Brandon, thanks very much. A lot to get to here as some of the division races starting to take shape as we look around the NFL here in week number 7. We'll begin up north at MetLife Stadium over in New Jersey. And we see at the half, 14-10 is a score. Sam Darnold has a couple of touchdown passes. From there, we'll head to Cleveland to check on the Browns at home at First Energy Stadium. And they were winners in that one as they take care of the visiting Denver Broncos. Baker Mayfield, 2 touchdown passes as his guys remain unbeaten. Lastly, we head to Gillette Stadium in Foxborough to check on the Patriots. And at the moment, that game is tied with the visiting New York Jets. Next, a look at the next-gen stats in that first half for the Falcons. And they've had some success on the ground. And with the lead going into the second half, they'll no doubt be looking to keep it going. Meanwhile, for the Dolphins, there's a look at what they were able to do throwing the football. And they'll need to get things in gear as they trail here at the break. Final preparations being made for the second half. Die Statistiken sehen ja gar nicht so schlecht aus von uns. Because humidity is really going to catch up to these guys, no doubt. And for the call of the second half, we go back to Brandon God. Yeah, Coach, hey, that goes for the announcers too. No AC in this booth, so we got a mash unit. Dann wollen wir mal defenden. The Dolphins down on the scoreboard, but they'll have it first as we get going in this third quarter. Wenn sie los, nein. Waddle is going to elect to not bring this out, and instead these guys will begin at the 25-yard line. Wir können sie jetzt zum Glück immer gut aufhalten. Währenddessen die Zwischenpunkte da unten durchlaufen. Oh shit, da haben sie uns ausgetrickst. Aber da können wir noch gerade zu ihnen aufhalten. Eieieiei. Jetzt geben sie aber Gas hier. It's tough to quantify elusiveness, but they say he has great elusiveness, and he showed it right there with a run. Komm, ah, schade. Nein. Sie haben zwar erster und Goal, aber einen Touchdown kriegen sie hier nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Das lasse ich nicht zu. Jetzt wollen sie da rein rennen. Sag mal, wie schnell ging denn das jetzt? Seit wann drehen die denn so auf? Und die machen 2 Punkte. Die machen diese 2 Punkte. Die probieren es. Komm, halt ihn auf. Er kann da so lange überlegen, wie er will. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nur noch 2 Punkte Führung. Ah, okay, ich hätte abknien können. Egal. Scheiß drauf jetzt. Einfach. Jetzt komme ich langsam in die Bredouille. Oh, Alter, wie wir da weggeschubst wurden. Holy shit. Machen den Dagger da. Nein! Oh, knapp.
Wir probieren ihn nochmal, den Decker. Und diesmal schlauer. Panten wir lieber. Kommt sofort stoppen. Sofort gestoppt hier. Dass die bloß keine Yards gut machen. Nach unserem Punt. Direkt. Okay, ein paar Yards. Vier. Haben sie gut machen können. Das wird doch wieder ein Passspiel. Ne, doch nicht ein Run. 2 Yards. This is what happens sometimes when you abandon the running game. It's hard to get back to it because once guys get out of that mentality, noch einmal aushalten, noch einmal aufhalten. Oder auch nicht. Das Aufhalten hat ja super geklappt. Ach, wieso steht er denn frei, Mann? Ich hab doch keinen von denen vorgezogen und jetzt machen sie einen Run. Ein Yard haben sie verloren. Nicht, dass wir noch gegen die Dolphins verlieren. Wo das Spiel in der richtigen NFL auch so knapp war. Oh. Jetzt brauchen sie noch ein Yard. Dann haben sie Erster und Goal wieder. Das rennen sie. Oder passen halt. Ui. So eine Mischung aus beiden haben sie gemacht. So eine Mischung aus beiden. Und ja, war klar. War klar. Jetzt kriege ich die Klatsche, weil ich so schlecht geredet habe. In der zweiten Hälfte. Beziehungsweise für die zweite Hälfte. Wir müssen rennen. Sie führen mit 5 Punkten. Wir machen einen Run. Jetzt bebt das Stadion hier und alles. Mehr als 5 Yards müssten es gewesen sein. Ah ne, genau 5. Die Fans rasten aus. Alles ist blau. Alles ist blau von den Fans. Oh, Gott sei Dank. Da setzt er sich schön hin. Ich frage mich, wie ich das gerade gemacht habe, dass er sich hingesetzt hat. Aber egal, das war gut. Ich schwär mich nicht. Nein, wieso? Die Interception, Alter. Wie sie ausrasten, die Fans. Wie sie ausrasten. Alter, die haben 5 Interceptions schon, die Dolphins. Ich wollte gerade sagen, die Falcons, aber das sind ja wir. Jetzt.
Dritter und 5. Jetzt passen sie wieder. Ja, klasse. Jetzt haben sie ihr neues First Down wieder. Irgendwie ist jetzt gerade die Luft raus. So gefühlt bei mir. Konzentration ist weg. Los, komm! Jawohl! Schöner Sack. Sowas braucht man für zwischendurch. Jetzt sind wir im letzten Quarter. Viertes Viertel. Nein! Oh, jetzt sind sie wieder weit gekommen. Da sind sie wieder weit gekommen. Komm! Nein! Nicht mehr rein! Und da ist ihr Touchdown. Da ist ihr Touchdown. Oh Gott. Ja. Ich kann das nie aufhalten. Nie. Bin einfach zu blöde dafür. Aber dafür war das kein guter Kick. Wieso mache ich eigentlich immer dieses Passspiel? Das klappt doch nie. Oh, wieso fängt er das nicht? Wir müssen jetzt lange Pässe versuchen. Oder halt sowas hier. Wie sie die Defense schon anfeuern. Jawohl, komm. Sehr schön. Neues First Down. Komm, wir passen einfach weiter. Wir passen jetzt einfach weiter. Nein. Jawohl. Wieder ein neues First Down. Komm, das müssen wir jetzt so weitermachen. Der steht sicher. Ich hätte da zum First Down rennen können. Egal. Habe ich halt Viereck gedrückt. Komm, sicherer, leichter, kurzer Pass. Nein! Gott sei Dank. Wieso hätten wir nicht so anfangen können hier, wie wir gerade den Drive haben? Warum konnten wir nicht so im ersten Quarter spielen? Ich habe keine Ahnung. Fragen über Fragen. Und da kommt unser Touchdown! Jetzt haben wir auf 5 Punkte wieder reduzieren können. Der Sieg ist noch drinne.
Er ist noch drinne. Eine kleine Siegchance besteht noch. Schnell die Dolphins aufhalten. Und einen Touchdown machen. Sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Wir brauchen noch einen Touchdown. Sie machen ein Runplay. Wieso renne ich da vorbei, Mann? Wieso renne ich mit den Einspielern ihn vorbei? Komm halt ihn auf. Wir benutzen jetzt schon hier unsere Timeout, eine erste. So, spielt ihn hier. Jetzt konnten sie wieder lang überlegen. Dritter und Yard. Der Dritter und Inch. Lesen soll auch gelernt sein. Ja, das rennen sie. Da haben sie ihr neues First Down. Die spielen jetzt nur noch auf Zeit. Gleich kommt die Two-Minute-Warning. Halt ihn doch mal auf, Mann. Gott sei Dank hat er uns ausgeworfen. Nein. Ihr dürft da nicht durch. 3-10. Two-Minute Warning. Wir machen trotzdem das. Jawohl. Hat nicht getroffen. Ist nicht angekommen. Aber jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Haben die jetzt den Ball oder? Die haben uns jetzt dahin geschickt. Das habe ich doch schon in der richtigen NFL gesehen, dass die das machen. Dass die da dann drumherum stehen und warten auf den richtigen Moment, dass sie den aufheben. Timeout. So, den Pass. Nein. Ich muss einen weiten Pass ausprobieren. Das hilft nichts. Ich muss einen weiten Pass ausprobieren. Nein, ich hab doch Dreieck gedrückt. Ich hab doch was anderes gedrückt. Klasse. Dann probieren wir halt ein neues First Down. Und der kommt nicht an, incomplete. Gut, das Match haben wir verloren.
Und jetzt knien sie nur noch ab, um das hier zu sichern, ihren Sieg. Beziehungsweise lassen da die Zeit runterlaufen und somit haben wir verloren. So, a victory here for the Miami Dolphins. And this coaching staff, CD, I think you'd agree, pleased with this overall effort. I think they're more than pleased, right? They've got to look at each other like, wow, we just pulled this one off in a big way. Hätten wir die 6 Punkte nicht im ersten Viertel beziehungsweise in der ersten Hälfte zugelassen, dann wären wir noch mit einem Punkt in Führung. Wir dürfen nicht so einen Scheiß fabrizieren. Wir müssen, egal wie groß, wie klein unsere Führung ist, müssen uns trotzdem konzentrieren und alles geben. Für das nächste Match dürfen keine Spielchen spielen. Wir müssen das alles ernst nehmen. Leute, wenn euch dieser Part, dieses Video trotzdem gefallen hat, dann gebt den doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.